auf Schimmel, der mit der Flanke. Und da steht Furkan Kırtçiçek. Chemnitz, druckvoll aus dem Mittelfeld, die Flanke von Schimmel und da ist Kassiel, beste Möglichkeit. Und beleben das Spiel. 52. Minute, Schimmel mit dieser herrlichen Flanke auf Pagliuca. Jetzt mit Schimmel, der drehte nochmal die extra Runde, Flanke auf dem starken rechten Fuß. Chemnitz dann mit einem Mann weniger trotzdem bemüht. 57. Minute, diese Flanke von Schimmel. 2x1:1, zuletzt gegen Jena und Meusewitz mit dem klaren Plan, hier nichts anbrennen zu lassen. Schimmel mit der Flanke auf Tobias Müller. Mehr Zug zum Tor. In Minute 9, Schimmel über außen. Kassiel an die Latte. Und Zimmer fehlten da nur wenige Zentimeter. Der Freistoß natürlich auch sehr gut getreten, mit viel Effet und Schärfe da in den Strafraum gebracht. Pagliuca im zweiten Durchgang. Ich glaube, das geht in Ordnung. Müller, guter Seitenwechsel, Schimmel. Auf die linke Seite. Der Mann auf der rechten Außenbahn. Durchaus torgefährlich. Drei für den Mann, der vom FC Nitra kam, aus der ersten Liga in der Slowakei, wo er allerdings auch lange nicht gespielt hat wegen der Corona-Unterbrechung. Dieser Pass eben für Kassiel, der war überragend gespielt vom Zehner der Chemnitzer. Fast ein Ballgewinn, BHK Kakpo. Aboubakar Kakpo. Schimmel holt sich die Kugel zurück. Kassiel. Hatten wir zuletzt in Luckenwalde ja schon so ähnlich beobachten können. Da fiel das Tor. Kurz vor dem Pausentee. Nochmal Chemnitz in der Vorwärtsbewegung auf der Außenpark. Liuka steckt durch auf Schimmel, der mit der Flanke. Und da steht Furkan Kırtçiçek. Chemnitz in Himmelblau. 10 Spiele ungeschlagen. Beeindruckende Serie. Sie waren mit breiter Brust unterwegs, auch in Fürstenwalde. 25 Minuten rum. Ecke Chemnitz durch Schimmel. Und Kampulka mit dem 0:2. Durchgang 2. Minute 75. Der eingewechselte Bickel. Und Freiberger schiebt ein. Der Chemnitzer FC brauchte ein wenig. 64. Minute und dann ist der Ball plötzlich im Tor.